So, once again, welcome to tonight's session with our dear friend and teacher, Ivan Núñez del Prado. Hello, Ivan. Hi. Thank you very much. Hello, Hans Martin and Elke. My dear friends, it's always a pleasure to be with you again. After all these many adventures we have together, this is just the next step. Ivan sagt nochmal an euch alle Hallo und herzlich willkommen. Es ist immer ein Vergnügen, euch zu sehen. Und gerade nach den Vergnügungen und Abenteuern, die wir schon miteinander erlebt haben. Okay. Ivan, please allow me to say some words at the beginning about yourself, so that we then can start immediately with the interview and the topic. So, Ivan is studying and researching and teaching the Andean tradition more or less his whole life, to say. His first initiation he received when he was 7 in Coyuriti, where he went together with his father at that time. And from that time on, he learned about the tradition from many different masters. And he also put together all the information with his father into a very nice concept of how to teach this tradition within only some days instead of years, let's say 10 or more years, which he and his father had to spend in researching and learning. Okay. Also Juan ist der Vater, aber Ivan hat sich auf diesen Weg gemacht im Alter von 7 Jahren. Da hat er im Fest von Coyuriti seine erste Initiierung erhalten. Und er bewegt sich also sein ganzes Leben, schon fast sein ganzes Leben, auf diesem Pfad. Und zusammen mit seinem Vater Juan hat er diese Tradition so weit übersetzt und einen Weg gefunden, sie so zu unterrichten, dass wir sie hier in wenigen Tagen statt in vielen Jahren lernen können, so wie die beiden es eben in Peru getan haben, nämlich über viele Jahre hinweg. Mm-hmm. And not only that Ivan was studying the Andean tradition, he also studied many other religious traditions or religions. So just to mention the two of Buddhism and Sufism, he is also an expert there. So he has a broad width of knowledge about this whole topic and can compare very nicely the concepts of the different traditions and how they complete each other or add on. Und Ivan hat jetzt oder ist jetzt nicht nur ein Experte in der spirituellen Tradition der Hochanden, sondern er hat sich auch intensiv mit Buddhismus und Sufismus auseinandergesetzt, sodass er diese Tradition auch in Verbindung oder in Relation zu den anderen Traditionen setzen kann. And nowadays he's traveling normally, he's traveling the world to teach and to run spiritual journeys in different parts of the world, of course also in Peru, in the original places. And so, yes, and he is also a teacher of us and a dear friend, meanwhile. And we are very happy to have this session tonight and all the other sessions. And yeah. So, normalerweise reist er die Hälfte des Jahres durch die Welt. Er ist in Südamerika, er ist in Europa viel, er unterrichtet in den USA. Und gut, und heute Abend haben wir ihn hier zu Gast und hier zu Besuch. So, let's start the topic, yeah, Ivan. Munai is the headline of this session tonight. And many people think that Munai is the same like love, we would translate into love. But it's not quite exact. So can you please tell us about Munai? What is it? Well, yes, it is love. And it is more or less like the love we know. Okay, and the concept of Munai is like the concept we know of love. But there are some aspects of the tradition that we are going to emphasize in some other things related with Munai that can make it especially powerful in our case. Die Frage von Elke war,
Viele Leute glauben, dass Munai übersetzt ja Liebe bedeutet. Kann man das denn so übersetzen und hat es denn in etwa die gleiche Bedeutung wie das, was wir so als Liebe bezeichnen? Er sagt, ja, kann man übersetzen, aber es gibt noch andere Aspekte rund um dieses Thema. Und zwar, und diese Aspekte machen dieses Munai und diese Form der Liebe eben ganz besonders. Und auch sehr The first detail that we found in our training, in our search, is that to translate the word, the Quechua word Munai to Spanish, to our mother language, was a bit difficult because love was not enough. And then the best way that we found to translate the meaning that we were hearing from our masters was to add to love will. So if you want to properly translate Munai into Spanish or English or German, I think, will be love and will together. It's one word, but it carries these two meanings as one. Ja, und im Lauf der Zeit haben Sie festgestellt, dass der Begriff und das Wort Munai, wenn man es jetzt in Ihrem Fall in Spanisch, in unserem Fall in Deutsch und wenn es um die anderen Zuhörer hier geht, wenn man es Englisch nimmt, wenn man also Munai in irgendeine andere Sprache, Spanisch, Englisch, Deutsch, übersetzen wollte, haben sie festgestellt, es trifft es nicht ganz. Das, was die Lehrer ihnen über Munai erzählten, kann man mit einem Wort alleine nicht übersetzen. Und sie haben dann festgestellt, dass man in der anderen Sprache mindestens zwei Worte braucht, nämlich Liebe und Wille. Und mit diesen beiden Worten kommt man der Bedeutung von Munai schon deutlich näher. So in the very beginning, in the very definition of what Munai is, we found this as a challenging thing for us for integrate. The fact that for the Quechua language, for the Quechua mind, Munai means that you have to put your will as driver of your feelings. Your feelings need to be addressed, and then you can call this a power. When you rule and you address your feelings, you have this capacity. Und Sie haben dann festgestellt, dass aus Sicht der Quechua sprechenden Menschen, dass du in der Lage sein musst, um Munai zu praktizieren, musst du in der Lage sein, deinen Willen als Treibkraft. Du musst deinen Willen als die Triebkraft für deine Gefühle nutzen. Das bedeutet, Munai heißt, dass die Gefühle mit deinem Willen zusammengehen oder der Wille die Gefühle treibt. Now in this case, when you see it like that, when you see it as a power, Munai is not something that happens to you, but it's something that you are able to produce, to make happen, okay? Then it can become a power. And so you can introduce it under your will in the circumstances where, when it's needed. Und wenn du Munai oder Liebe als eine Kraft definierst, dann nur, weil es nicht passiert und du quasi abwarten musst, bis es passiert, sondern du es aktiv treiben kannst. Du kannst es aktiv generieren, aktiv erstellen. Das heißt, Munai, und das ist die Sichtweise der Quechua sprechenden Menschen, Munai definiert eine Kraft. Und eine Kraft haben wir immer nur dann, wenn wir in der Lage sind, sie immer wieder zu produzieren. And our tradition, our masters told to us that as a practitioner, as a Paco, that's how a practitioner in the Andes is called, you are supposed to be aware of three powers. Munai, the most important one, is love and will. Llankai is action or work or labor. And Yachai is the intellectual knowledge. And you are supposed across your life and your practice to learn about them and cultivate them and develop them as the three pillars of yourself, of your life. Und die Meister haben immer wieder betont, als
Paco. Paco bezeichnet einen Praktizierenden in dieser Tradition. Als einen Paco solltest du dir immer deiner drei Kräfte bewusst sein. Munai, die Fähigkeit der Liebe und Gefühle unter deinem Willen. Yankai, deine Tatkraft, deine Fähigkeit in Aktion zu treten. Und Yachai, die Fähigkeit zu denken oder deinen Verstand zu nutzen. Und du solltest nicht nur dir deiner drei Kräfte bewusst sein, sondern du solltest sie dein ganzes Leben hinweg und in all deinen Praktiken immer weiter kultivieren, formen und ausbauen. So, of course, the request of our master was, our teachers was, you need to be aware of yourself and the environment that surrounds you, which is the Kausai Pacha. This is the universe, you in relationship with the universe. And then in this environment and with this awareness, you are supposed to cultivate yourself in and together with the environment. Und natürlich war die Bedingung und war die Ansage immer, sei und seid euch bewusst, seid euch eurer selbst bewusst. Und unserer selbst heißt in unserem Umfeld. Und das Umfeld ist das Universum. Das heißt, seid euch immer der Beziehung zwischen euch und dem Universum bewusst. Das heißt, es geht um eine innere Entwicklung, die wir durchlaufen. Eine Entwicklung, die sich darin zeigt, dass wir unsere Verbindung zum Universum permanent verbessern und an ihr arbeiten. If you contrast the Western tradition with the Inca tradition and you compare these, the two traditions have the three powers defined as something important in our lives. No? The knowledge, the action, and the feelings. So we both have that. This changes the priority. For the Westerns, Yachai goes first, the intellectual knowledge goes first, then the action comes, and finally goes the Munai. For the Incas, is the other way around. First is the Munai, then the Yankai, and then the Yachai. Wenn du mal das westliche Bild und das Inka-Weltbild oder die Andine-Sichtweise mal miteinander vergleichst, stellst du fest, dass beide diese drei Kräfte kennen, aber sie priorisieren sie unterschiedlich. Die westliche Welt gibt ganz viel Bedeutung Yachai, nämlich Wissen und intellektueller Verstand. Danach ist die Tatkraft wichtig, schaffe Häusle baue. Und danach kommt Munai, die Gefühle. Die Inkas haben genau die entgegengesetzte Priorisierung. Für sie ist Munai, die Liebe, ganz, ganz wichtig. Danach die Fähigkeit zu arbeiten oder in Aktion zu treten. Und dann erst intellektuelles Wissen oder Verstand. This is very important for us as Westerns to know how the two traditions have these three values, these three powers in common. We see that these three factors are pillars of our personal power and development. The difference is that our order of priorities is different, but we always consider the three. That is really good to know, to build bridges between the two traditions. Und das ist ganz wichtig auch zu sehen und zu erkennen, auch für uns Menschen des Westens. Wir beide, die Inka und Sichtweise und auch wir beide haben diese drei Kräfte. Wir beide verstehen, dass es diese drei Kräfte gibt. Und wir verstehen auch, dass wir halt eine andere Priorität hineingeben. Aber das Wissen darum, dass es diese drei Kräfte gibt, das ist die Brücke. Das ist die Brücke für das gegenseitige Verständnis. Of course, we both, Westerns and Incas, have in common the Yankai, the action and the labor. We both are cultures of terrific workers and builders. There's not much to say about it. We know that very well. Und natürlich die zweite Verbindung, neben dem Wissen, dass wir beide die drei Kräfte haben, ist natürlich auch unsere Fähigkeit zu arbeiten. Die Inkas und auch ihre Nachfahren heute sind vorzügliche Arbeiter und wir auch. Auch wir können hart arbeiten. Das ist die Fähigkeit, die uns vereint, die wir gleich haben. But still, when you talk about the action of doing something with your hands,
it's known by certain studies that to get mastery, to become really a master in handcraft, you need to spend 10,000 hours doing something in the same way. So then you become a master carpenter or sculptor or painter. Und wir wissen heute, dass du, wenn es jetzt um das Tun geht, um die Tatkraft, um handwerkliches Geschick, dass du mit deiner Aktion, um wirklich Experte drin zu sein, 10.000 Mal gemacht haben musst. 10.000 Mal die gleichen Abläufe und Handlungen, um Experte zu werden. Egal, ob du malst, ob du schreinerst, ob du mauerst, ob du Wände oder Häuser baust. So oft müssen wir heute Abläufe machen, um uns Experte nennen zu können. So if you want to develop yourself in anything that humans do and you want to become a master, just put yourself to do and spend 10,000 hours doing it. And then you will, for sure, I can guarantee, become a master. Das heißt, wenn irgendjemand von uns, wenn wir alle in irgendetwas richtig gut werden wollen, müssen wir uns nur 10.000 Stunden, nicht 10.000 Mal, 10.000 Stunden damit beschäftigen, Abläufe immer und immer und immer wieder machen. Und ja, über diese Art zu handeln, zu tun, über die Tatkraft, werden wir alle früher oder später Meister in dieser Sache werden. Now, think about the Yachai. I said, for the Westerns, Yachai, the intellectual knowledge, is the main power, the first one in the priorities. And how would the Westerns do, how we do? We spend long time training our mind. Okay, just think about it. We spend 3 years in the kindergarten. We spend 12 years at school. We go 5 years to university. We can't, if you decide to go on, we can use a couple of years to make a master, a couple of years more to make a doctorate or a PhD. So you can spend 25 years of your life if you're Western training your mind. It's not magic. You need to work it out, okay? It needs extensive hours of training. Schaut euch dann mal einfach die Fähigkeit zu denken oder die Fähigkeit, die Kraft von Wissen und Weisheit an. Ivan sagt, schaut, wir die westliche Welt, sind Meister von Yachai, von Wissen und Verstehen. Aber warum? Weil wir ja schon von klein auf darin trainiert werden. Es fängt ja schon im Kindergarten an, dass Kindern schon Wissen vermittelt wird. Dann gehen wir in der Regel zwischen 9 und 12 Jahre zur Schule. Danach vielleicht nochmal zur Universität. Danach weitere Jahre für einen Doktorgrad. 20, 25 Jahre können wir locker lernen, lernen, lernen. Und natürlich sind wir dann Meister darin. See, if you arrive to become a philosophy doctor, a doctor, then you will have the capacity to start to create new knowledge. To describe the nature and analyze the nature in a way that nobody else did before. That is science. And that is the top of the Western culture. That's the top power of the Western culture. Stell dir mal vor, du bist Doktor der Philosophie. Wenn du diesen Status, wenn du dieses Level erreicht hast, bist du in der Lage, neues Wissen zu erzeugen. Du bist in der Lage, Dinge zu beschreiben auf eine Art, die vor dir noch nie jemand beschrieben hat. Du bist in der Lage, Dinge, Zusammenhänge zu erkennen und aufzuzeigen, die neu sind. Du bist also in der Lage, neues Wissen zu generieren. Das ist die Stärke unserer westlichen Welt. Das können wir. Neues Wissen generieren. Und das ist Wissenschaft. Das ist Wissenschaft. So, see what we do. We get a long training and learning to prepare ourselves to be able to understand what science is. When we really learn and understand how science is, we can study more and eventually we can start to create new knowledge. Okay, after the mastery, then you go over the boundaries of your own power and then you start to create new. That is the process that the Western follow in the ways of the Yachai, of the intellectual knowledge.
Das heißt also, wenn wir uns mal so unsere westliche Laufbahn anschauen, dann fängst du an zu lernen, du gehst in die Wissenschaft, du lernst und dann wirst du irgendwann Meister. Und dann, wenn du alles Wissen dir angeeignet hast, dann fängst du an, die Grenzen zu erweitern. Du fängst an, die Grenzen hinter dir zu lassen und neues Wissen aufzubauen. Und das ist der typische Weg von jemandem in der westlichen Welt, wenn es um den Verstand oder um Wissen und Weisheit geht. And now is when the very interesting thing comes about the Andean tradition. The Andeans, the Inca tradition, can do with Munai, with the feelings, what the Westerners do with the Yeche. They can take you to a process comparable to what the Westerners, what we do with science. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Das, was wir in der westlichen Welt mit der Wissenschaft und mit dem Wissen machen können, das können die Menschen der Hochanden mit Munai tun, mit ihren Gefühlen tun. Sie können diese Gefühle weiterentwickeln und auf eine ganz neue Ebene bringen. In our training, we are a little bit taken by hand, step by step, going and learning how the Munai develops in us and how to build up and understand and eventually master the Munai. In dem Training, was wir haben, was wir geben, da nehmen wir Menschen bei der Hand, an die Hand und wir bringen sie Schritt für Schritt für Schritt dorthin, um zu verstehen und auch zu trainieren, was Munai ist. That is so interesting, Ivan. And can you tell us a little bit of how this training can look like or how we can imagine that? Yeah, of course. See, when you are first, you start from yourself. You always start from yourself deep inside. And then you are going to start to connect with others, relate with others. For us, Aini, reciprocity is a very important value, okay? So the tradition tells you that you are supposed to cultivate reciprocity around you. And the best energy to produce that reciprocity, which is giving and receiving, is Munai. So actually the whole tradition is telling you, you have to focus and make some interchange with other people with care and attention about the others, with care and attention about yourself, okay? So the idea of care is the first step of the Munai. Das Training, also es gibt, also die Inkas haben ein Training entwickelt, um Munai, sprich Wille und Liebe zu entwickeln. Nicht nur zu entwickeln, sondern sogar noch weiter zu tragen, weiter zu bringen, so wie wir neues Wissen erschaffen, neue Liebe, neue Gefühle zu erschaffen. Und Elke fragte, Ivan, kannst du uns ein bisschen was über das Training erzählen? Wie ist das denn aufgebaut? Und er sagte, ja klar. Er sagt, der Beginn ist immer von uns selbst. Alles fängt mit uns an. Wir verbinden uns mit anderen. Von uns aus ist der nächste Schritt, uns mit anderen zu verbinden. Und da kommt wieder das einzige Gebot der Tradition ins Spiel. Das einzige Gebot heißt ja Aini. Aini heißt Gegen- oder Wechselseitigkeit. Und die Tradition sagt dir immer, praktiziere das Aini. Gebe und nehme an. Lass die Energie fließen. Und die beste Energie, in der du das praktizieren kannst, ist offensichtlich das Munai. Das heißt, wenn du also anfängst, dich mit anderen auszutauschen, aber mit Achtsamkeit auszutauschen, dann bist du auf dem Weg zum Munai. So, when you start to be aware of care and taking care of your environment, of the people around you, okay, to deal with everyone, to make Aini reciprocity with care, you are going to start to module and improve your behavior. Eventually, you are going to have a virtuous behavior. Okay, a people with virtue is somebody who takes care and attention to everything he does in life. That is the next step of the Munai, the virtue. Und von dort, wenn du also anfängst, dich achtsam mit den Menschen auseinanderzusetzen, achtsam zu sein,
auf sie aufzupassen, sich um sie zu kümmern, dann fängst du an, dein Verhalten zu verändern. Du fängst an, dein Verhalten zu modulieren. Das heißt, mit dieser Achtsamkeit und mit dem sich kümmern um, änderst du Schritt für Schritt dein Verhalten und du entwickelst etwas, was wir Tugend nennen könnten. Das heißt, diese Tugend ist der nächste Schritt, der folgt, wenn du anfängst, achtsam durchs Leben zu gehen. Virtuous behavior in terms of the Munai is to keep yourself always in Munai and be caring and warm and careful all the time with everything and everyone around you. That is the virtue we are talking about. A constant and a deep attention for the care all the time. No making mistakes, no gaps, no lacks in of any time. And then you can take it to what is for us the top of the level of the Munai, which is the communion. You enter in such a deep connection with your reality, with everything around you, that you are in what is called communion. And this is what the saints do, that the big masters of the history did. Okay, be in full contact all the time, with full attention, with love and care. Munai heißt letztlich, dass du dir immer gewiss bist der Situation, in der du bist, der Menschen um dich herum, und dass du mit ganz viel Aufmerksamkeit und dich kümmern um die Menschen kümmerst und dich so verhältst und in keinem Moment damit aufhörst. Du bist dir in jeder Situation deines Lebens gewiss, was um dich herum und mit den Menschen, mit denen du zusammen bist, was da gerade passiert. Und die Kommunion ist letztendlich dann das, was du am Ende, wenn du deine Gefühle meisterst und wenn du diese Aufmerksamkeit und dieses sich kümmern und die Fürsorge, wenn du die entwickelt hast, dann trittst du in den Zustand ein, den Ivan die Kommunion meinte, aber es ist der Zustand, in dem die Heiligen, und die großen Meister waren. Du bist bei, sagen wir mal, bei vollem Bewusstsein und du gehst genauso bewusst durchs Leben in jedem Moment. At the top of the Munai, the tradition says, our master says that that very energy, that quality of energy, which is the Munai, that we have been trained and learning all this time, is the one that can perform a healing. Is the very energy of the healing, which belongs in our tradition to the fifth level people. The people who is highly developed in our tradition is supposed to arrive to a healing, to develop their healing powers, like the saints we know in the history, like the big people, the spiritual people in the history. Am Ende wird dich, wenn du in der Lage bist, Munai. Monika, könntest du mal deinen Ton ausschalten? Danke. Am Ende bringt dich das Munai auf eine Qualität, also eine Energiequalität, die in der Lage ist zu heilen. Du kannst Munai so entwickeln und damit dich entwickeln, dass du Heilung alleine mit dieser Energiefrequenz bringen kannst. Woher wir das wissen? Weil das für uns in der Tradition ein Merkmal der fünften Bewusstseinsstufe ist, sprich der nächsten Stufe, die wir erwarten, die es schon gab. Es gab Menschen, die in der Lage waren, mit dieser Energie Wunder zu vollbringen und zu heilen. Und der Schlüssel dazu liegt in Munai. Our tradition says that if you arrive to such a level of development, you become a master of the Munai power, of the energy of the Munai. And the tradition says that if you reach that quality of personal quality, you are going to perform a healing of any disease under any circumstance just with the touch of your hand. That will be our big goal. That's exactly what we are looking for as a Paco. Und wenn du diese fünfte Ebene erreichst, wenn du in der Lage bist, diese Energiequalität zu produzieren, dann bist du in der Lage, und das sagt diese Tradition,
jeden Menschen und jede Krankheit durch bloße Berührung, durch bloßes Handauflegen zu heilen. Das ist das nächste große Ziel, auf das wir hinarbeiten. Das heißt, eine Ebene zu erreichen, in der wir willentlich die Energie auf ein solches Level bringen können, dass Munai in der Lage ist zu heilen. And to get the mastery in any of the human arts, in any of the human disciplines, of course you need time. You need lots of time and devotion for what you are doing. Der Schlüssel, um dieses Level zu erreichen, ist natürlich wie bei allem, in dem man Meister werden möchte, ist natürlich Zeit und Hingabe. Zeit und Hingabe sind zwei der Key-Faktoren, was heißt das? Schlüsselfaktoren. Zeit und Hingabe sind zwei der Schlüsselfaktoren, um Meister überhaupt in etwas zu werden. I always like to put my wife Cecilia as an example. Okay? She started to practice Taekwondo in 2003, the year we got married. And then she passed all the exams and everything. So she did all exams, never failed one. We never missed a class. She was perfect. And she did everything, one thing after the other, for all the time. And in 2009, she got her black belt. Okay. It's 6 years to get the black belt in Taekwondo. You are really fast. Like, she's crazy fast. Okay. Time. You need time. Seine Frau sagt, er hat 2003 mit Taekwondo angefangen, das Jahr, in dem sie geheiratet haben. Und er sagt, innerhalb von 6 Jahren hat sie den schwarzen Gürtel gemacht, aber sie hat jeden Tag trainiert, sie hat keine Klasse ausgelassen, hat alle Prüfungen gemacht. Er sagt, wenn du etwas wirklich willst, kannst du es machen, aber du brauchst da einfach Zeit dafür. When she was getting her black belt, she was 4 months pregnant of my son Matthias. And then she decided to turn a little bit and take another part, and she became a mother. And for the last 10 years, she's been a wonderful mother. So also happens that when you know how to get the mastery in doing something, it's easier to get the mastery in a second. Okay. Dann hat sie, wie gesagt, sie hat einen schwarzen Gürtel gemacht und war dann schon im 4. Monat schwanger. Und als sie dann ihren Sohn auf die Welt gebracht hat, hat sie entschieden, dass sie jetzt den Fokus auf etwas anderes richtet. Und für die letzten 10 Jahre war sie eine großartige Mutter, sagte er. Es ist einfacher, wenn du etwas gemeistert hast, etwas anderes zu meistern. Wenn du es einmal in einem Bereich geschafft hast, ist es einfacher, in einem nächsten Bereich dir auch wieder diese Meisterschaft aufzubauen. I am a slower learner. You mentioned before that I started the path of the Paco when I was 7. So I received my first initiation, the initiation and the first degree of a Paco when I was 7 back in 1979 in Coyote Festival, as you mentioned before. Ivan ist im Vergleich zu seiner Frau etwas langsamerer Lerner. Er sagt, er hat seine Initiierung im Alter von 7 Jahren ja in Coyote erhalten. Maybe the first step for me was the most difficult, to go from the first to the second one. It took me 5 more years to get there in 84, okay? And then I get to the third level in 85. I studied some more years, and in 91, I received my initiation in the 4th level, following the steps of the tradition, which are the 4 basic training steps. Das heißt, 1984 dann die Initiierung in die 2. Ebene, 85 ein Jahr später die nächste Initiierung und dann nochmal 6 Jahre bis 1991, bis er dann die Initiierung in diese 4. Ebene erhalten hat. Also er sagt, es war für ihn ein recht langer Weg. So, it's been 41 years that I am practicing this. And I cannot say yet I am a master of full attention and I can be in Munai all the time, but I make my best. I try to do it all the time. I try. Okay. It takes a lot of time to get this mastery. Er sagt also, 41 Jahre wandle ich jetzt schon auf diesem Pfad. Und ich kann nicht wirklich sagen, dass ich jeden Moment meines Lebens in Munai verbringen kann.
Es braucht Zeit und vielleicht braucht es noch mehr Zeit, aber es braucht einfach Zeit. Ja? 41 years for me have not been enough to make the whole path that I mentioned before. I don't have the top mastery yet. But it's a lifetime project because sometimes you make decisions that are going to take your life. And that's wonderful because you love what you do. As you know, Muna is one of my favorite topics and that's one important thing. Aber gut, manchmal brauchen auch, manche Wege sind einfach länger und brauchen einfach mehr Zeit. But Elke, you ask, how are the steps in the training? And I will take it a little bit by the related with the levels. And in every step, how you are supposed to grow, to cultivate yourself, to achieve each one of the levels, the basic four of the training in our tradition. Die Frage, und da kommen wir nochmal drauf zurück, war ja, wie ist jetzt das Training aufgebaut oder welche Schritte gehen wir in Bezug auf Munai? Er sagt, lass mich die Frage mal beantworten, indem ich die Bewusstseinsstufen mitvergleiche und sie gegenüberstelle. Dann macht es ein bisschen einfacher. To see it well, you need to know that the Kausai Puri, the walking in consciousness to the living energy world, which is how we call the tradition, it's not a tradition of monks or priests. Okay, a practitioner is not somebody who is going to stay in a monastery or to be in a closed place studying. No, we come from a tradition which is slightly different. In the old times, the Inca, the tradition in the Andes was about sanctuaries, like Coyoriti, where you will go as a pilgrim, receive training and learning and initiations, and then you will go back to your life, to a normal life, to develop what you receive across the time. And then later you will come back for more to the focus, to the center. Sagt Ivan, die Tradition, einer der vielen, vielen Namen, die die Tradition hat, ist Kausai Puri. Kausai ist die lebende oder lebendige Energie des Universums und Puri heißt gehen oder wandeln. Kausai Puri heißt in lebendiger Energie wandeln oder wissen, wie ich gut durchs Leben kommen kann. Das ist einer der Namen. Und er sagt, diese Tradition ist keine Tradition von Priestern und Mönchen und von Klöstern und wo man sich von morgens bis abends in Büchern mit dem Wissen beschäftigt. Nee, die Tradition kommt ein bisschen woanders her. Es ist eine Tradition, die ganz viel mit Heiligtümern und heiligen Plätzen arbeitet, wie zum Beispiel Koyuriti. Und mit Festen. Es sind heilige Feste und heilige Plätze. Und die Tradition ist eher eine Tradition von Pilgern und von Pilgerschaften. Jeder der Menschen dort hat normale Jobs. Und dann gibt es eben diese Feste, diese heiligen Feste, diese Heiligtümer. Da geht man hin, dann erhält man Initiationen, man lädt sich auf, man lernt. Und danach geht man wieder zurück ins normale Leben. Kommt dann wieder irgendwann zurück, also man geht zurück ins normale Leben, verarbeitet es und dann geht man wieder zurück. Nimmt es wieder auf und verarbeitet es. So, I need to be clear. I didn't spend the 11 years of my training in a monastery in the mountains. Okay, that is not how the tradition works. Also, Ivan sagt nur, um es mal klarzustellen: Ich habe jetzt die 11 Jahre zwischen erster Initiierung und der vierten nicht in einem Kloster gelebt und habe da jeden Tag studiert. So funktioniert die Tradition einfach nicht. What you will normally do in your training when you are following the steps of the tradition is go to your master and receive instruction and training. So the master is going to explain you things, tell you some stories accordingly, teach you some exercises and practices. And then you will take this baggage of knowledge and then take it to your daily life and practice and use the techniques and use the things you learn. And then you will come back again for more.
or you will come back to adjust your training. But it's going to be like that, the pulsating process. And every now and then, you will go to your master, share experience, receive training, okay? And then go back to the life to use and develop the part that is next for you. Wie in den Anden Wissen vermittelt wird, von Lehrer zu Schüler, ist so, dass du zu deinem Lehrer gehst. Und dann gibt er dir Anweisungen oder er trainiert dich. Er erzählt dir zum Beispiel Geschichten, er bringt dir Übungen bei. So, dann nimmst du das, gehst zurück in dein normales Leben und dann übst du das. Du übst die Übungen, du verarbeitest die Geschichten, du wendest das, was er dir gegeben hat, in deinem normalen Leben an. Wenn du das hast, irgendwann gehst du wieder zu deinem Lehrer. Dann erzählst du von deinen Erfahrungen, dann gibt er dir vielleicht wieder eine Empfehlung, dann gibt er dir eine neue Übung, er gibt dir einen Hinweis, du gehst wieder zurück, baust es in dein Leben ein, verarbeitest es. Und es ist am Ende auch so eine Art Erfahrungsaustausch zwischen Lehrer und Schüler, aber er hilft dir, er gibt dir Impulse, er gibt dir Wissen, er gibt dir Übungen, er gibt dir Hinweise, aber du kommst und gehst. Es ist ein pulsierender Austausch zwischen Lehrer und Schüler. And if you want to break the whole process in steps, I would say that the first step to develop yourself in the path of the Munai is to stand on your own feet. Okay, if you stand on your own feet, what this means? You need to realize that you don't need to blame others for the circumstances, for your life, or how your life is. Okay, the day you take responsibility for yourself and you say, okay, here I am, as I am, with all my ignorance and handicaps, with all my problems and everything, but those are mine, I will say that's the big step into this path. Wenn wir jetzt mal, Ivan sagt, wenn wir jetzt mal die Entwicklung der menschlichen Psyche und auch der Entwicklung des Menschen in Bezug aufs Munai mal definieren wollen. Er sagt, der erste Schritt ist, er nennt ihn auf eigenen Füßen stehend. Es heißt, du erkennst und du realisierst, dass du niemand anderes für die Probleme deines Lebens verantwortlich machen musst. Du musst auch nicht projizieren, du musst auch niemanden verantwortlich machen. Du erkennst einfach, dass du die Verantwortung über dein Leben hast. Du kannst auch sagen, ich habe die und die Macken, ich habe die und die Probleme, das läuft alles nicht rund, alles okay. Aber du übernimmst die Verantwortung für das und projizierst auf niemanden anderes. And so maybe you have heard many people say, no, I am not okay because my parents didn't love me and no, didn't support me and give me what I needed. My society is not okay. And then my church. And every time you say, oh, those other people is to blame for what I am living. As far as you are doing that, you cannot move. You are stuck in a hole. You cannot, I'm not going to do a single step. Solange Menschen zum Beispiel sagen, ach Gott, wisst ihr, eigentlich wollte ich das tun, eigentlich habe ich ja all das, aber ich kann nicht, weil meine Eltern mich nicht geliebt haben, die Kirche die und die Fehler hat, die Gesellschaft mich nicht geht, solange Menschen also projizieren und es auf andere schieben, solange können sie sich nicht entwickeln. Sie können sich gar nicht fortbewegen, weil sie so damit beschäftigt sind, Gründe für das Versagen in anderen zu finden. Und damit ist eine Bewegung unmöglich. It is what is called in psychology the retraction of the projections. Okay? It is a take of consciousness where you say, okay, I can be as I am. I can be empty, I can be broken, whatever, but this is me and I am here. Then will you start to walk. Ja, also ich bin jetzt kein Psychologe, deswegen kenne ich jetzt den korrekten Terminus nicht. Übersetzt würde ich jetzt sagen, es ist der Moment, in dem ich alle meine Projektionen zurücknehme, in dem ich sie zu mir nehme. Ich sage, ich bin kaputt, ich bin gebrochen, ich bin nett oder ich bin nicht nett, wie auch immer, aber ich bin.
Und damit projiziere ich alles auf mich. And how can I fix my emptiness? Well, that's when you start to move. I'm empty, I don't know a thing. Okay, let's learn something. Let's study something. Okay, let's get trained into something. That is the consciousness of yourself. Once you can see yourself, you can tell what you need to move, what you need to grow. And you can look, use your own sensitivity to decide which is going to be your path. What do you like? Is it martial arts? Is it science? Is it spirituality? I don't know. You need to choose what is going to be your path. And then start to learn that path and feed yourself with the knowledge of that source. Und dann passiert nämlich Folgendes. Und dann kommt zwangsläufig die Frage, wie kann ich jetzt diese Leere in mir füllen? Und dann bist du offen. Dann bist du offen für mir, dann bist du offen, auch deinen Weg zu gehen. Und dann fängst du an und guckst nach einem Training. Du guckst dich um und dann musst du dich entscheiden, welchen Weg willst du gehen? Willst du den Weg der Wissenschaft gehen, den Weg der Spiritualität, den Weg von Sport, Taekwondo, was auch immer? Das ist deine Entscheidung. Aber erst musst du die Projektion zurücknehmen. Dann erkennen, das, was fehlt. Und wenn du erkennst, dass was fehlt, dann kannst du dich auf die Suche nach dem tun, was dich ausfüllt. Of course, the first thing you are going to learn in the training of the Muna is that you have what is called a wasi, a temple, an energy body and a physical body together, that as one, and you are in an environment which is called the Kausai Pacha, or the world of the living energies. That considers everything outside yourself. Erster Schritt ist, dass du feststellst, du hast oder du bekommst natürlich auch beigebracht, du hast einen Wasi. Wasi heißt Tempel, aber der Tempel hat einen physischen und einen metaphysischen Körper. Es ist dein Körper und es ist deine Energieblase. Es ist das, was dich umgibt. Und diese beiden Faktoren machen dich, machen deinen Tempel aus. And the most important step in this part, in the consciousness of yourself, is the discovery that you have what we call an Inka Muhu. That inside yourself, there is a high potential that may be developed if you do the work. Okay? It is what we call the Inka Muhu, or the seed of an Inka. All the human potential that is contained in every single human being in the world. Und dann stellst du nämlich fest, wenn du dir darüber gewahr bist, dass du einen Tempel, dass du ein Tempel bist, du hast einen physischen Tempel, deinen Körper, und du hast einen energetischen Tempel, und die beiden sind eine Einheit. Und da drin gibt es etwas, was die Tradition den Inka Muhu nennt. Es ist das menschliche Potenzial, es ist das gesamte Potenzial, was jeder Mensch in sich trägt. Wir können diesen Inka-Samen auch als Samen übersetzen. Es ist das Potenzial, in einem Leben ein Inka zu werden, diese Macht und diese Kraft aufzubauen. And then you will start to learn and clean all the aspects of yourself. And the tradition says that those are your yachai, your knowledge, your rimai, the expression of your knowledge, your munai, your feelings, your kuyai, your passions, your ati, your instincts, and connect all the energies with your muhu, your seed. Yeah? Those are all the aspects of yourself that you need to clean, to take out all the ambiguities and lacks of knowledge and lacks of empathy, and to connect them as a whole in you. Done. Dann geht die Arbeit mit dir oder in dir richtig los. Dann geht diese Entwicklungsarbeit los, weil dann, sagt die Tradition, dann sagen dir deine Lehrer, jetzt fängst du an und reinigst deine Fähigkeiten, dein Potenzial. Es ist einmal dein Wissen und deine Weisheit, das, was du denkst, das, was du sprichst. Deine Fähigkeit zu sprechen, die Fähigkeit zu lieben,
deine Leidenschaft, also das, was dich dazu bringt, eine Sache lange, lange, lange durchzuhalten, und deine Impulse. Das heißt, wenn du mit deinem Verstand arbeitest, mit deiner Fähigkeit, Ideen zu haben, die auszudrücken, zu lieben, etwas leidenschaftlich zu tun und deine Impulse, mit deinen Impulsen arbeitest, dann fängst du an, mit dir als Ganzen zu arbeiten. When you start to consciously clean all these parts of yourself, you remove the ambiguities and the contradictions between them to make them one and unit. Okay? This is what is called in psychology the shadow work. There are all the aspects of your personality which are dark, okay, or evil even, that you are supposed to take out and chop out of your life. Wenn du also anfängst, mit diesen Aspekten von dir selbst zu arbeiten, also denken, sprechen, ausdrücken, lieben, leidenschaftlich tun, Impulse, wenn du mit diesen Aspekten anfängst zu arbeiten und all diese Gegensätze, all diese Widersprüchlichkeiten anfängst zu harmonisieren, Ruhe reinzubringen, dann ist das ist etwas, was die Psychologie die Schattenarbeit nennt. Du fängst also an, mit deinen Schatten zu arbeiten, sie hochzubringen, sichtbar zu machen und dich innerlich und äußerlich zu harmonisieren. Also, when you clean yourself, when you take out all these behaviors that you hate of yourself, because you know they are not okay, because you know what is good, okay? When you take all these things out, you really arrive to the first realization of the moon. The self-love. You can really start to love yourself as you are with all your powers and parts as a whole. Und wenn du das machst, wenn du also anfängst mit dieser Schattenarbeit und das, was du an dir nicht leiden magst, weil du dich kennst, weil du genau weißt, wie du dich verhältst, wie du andere verletzt, wir alle kennen unsere Macken. Wenn wir anfangen, an denen zu arbeiten und die zu harmonisieren, dann ist das der erste Schritt zu dem, hin zum Munai und hin zur Selbstliebe. Weil wir dann anfangen, uns mehr und mehr zu lieben, uns anzunehmen, zu akzeptieren, wie wir sind. Why is this so important? Because if you want to offer love, to give love to somebody else, you need to know what love is. And the first love you need to know is the love for yourself. If you really achieve the capacity to love yourself, then maybe you are going to be able to give it to others properly. Not just wishful thinking, not was just being nice. Really offer love, solid and powerful, to others. Warum ist dieser erste Schritt so wichtig? Ganz einfach. Wenn wir nämlich andere lieben wollen, wenn wir Liebe geben wollen, müssen wir erstmal verstehen und in der Lage sein, Liebe selbst empfinden zu können. Selbstliebe ist der erste wichtige große Schritt. Wenn ich weiß, was Liebe ist, weil ich mich mag, dann kann ich das auch an andere weitergeben. Dann rede ich nicht nur drüber, dann tue ich jetzt nicht nur so, als ob, dann ist es etwas ganz Handfestes und Solides. Aber dazu braucht es die Schattenarbeit, damit dadurch ich anfangen kann, mich zu mögen, mich zu lieben, und dann kann ich anfangen, diese Liebe auch an andere zu geben. And then, well, I can use the help of Jesus. He says, love your neighbor as you love yourself. What does it mean? You can only love your neighbors as much as you love yourself, no more. So you have to love your neighbors well, you need to love yourself well. If you want to love your neighbors a lot, you need to love yourself a lot. Then it is the measure of your love, what you can share, what you can give. Nehmen wir mal Jesus. Und dann das Beispiel von Jesus. Er sagte, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das bedeutet,
Um überhaupt jemand anderes lieben zu können, muss ich erstmal mich selbst lieben können. Und ich kann andere nur in dem Maße lieben, in dem ich mich auch selbst lieben kann. Deshalb ist dieser Schritt, dieser erste Schritt so wichtig. So that will be the first step of the love. Really. The goal for the first level capacity of loving, for the first level Muna, is to love yourself, to be able to love yourself. And this takes you to the second step, which is to love another human being. One to one. So, der erste Schritt also, der erste Schritt in der Entwicklung von Munai ist also die Selbstliebe. Und von dort kann ich dann den zweiten Schritt gehen, nämlich jemanden anderes zu lieben. Und zwar eine andere Person. 1:1. In our training, to learn how to do that, to love another person, to make Munai for another person, we have a training which is called the Take, where you will meet with one person and merge your energy fields, bend them together, and share for a moment one single energy field, like if you will be one single being. That's a total communion with one human being at the time. Und es gibt für diesen zweiten Schritt, wo es dann darum geht, Liebe für eine andere Person zu empfinden und zu geben, da gibt es auch eine Übung. Und diese Übung im Training der Inkas nennt sich Take. Bei Take gehe ich her und verschmelze meine Energieblase, meine Energie mit der mit einer anderen Person. Wir werden wörtlich eine einzige Person, energetisch gesprochen. When you learn Take, you are learning how to connect deeply with Munai, with another human being. And when you do that, you are going to also have the possibility to see yourself deeply. Because in a deep connection with another human being, this person can make the role of a mirror to you. It's going to help you to see deeply in yourself, to be able to clean more of your behaviors and the things you are supposed to clean in order to develop yourself. Take heißt, das Verschmelzen der beiden Energieblasen hilft dir also, mit einer anderen Person, dich auf einer ganz, ganz tiefen Ebene zu verbinden. Und diese Person kann sogar darüber als Spiegel für dich fungieren. Sie kann dir zeigen, wo du noch weiter an dir arbeiten kannst. And this is also part of the shadow work, if you want to see it from a psychological point of view. When you are able to see the other person, this is going to show you your own shadow, your own dark side of your personality, the ones that you normally cannot see. So the other person is like a mirror to show you more in deep what is to clean in you. Anders aus. Normally, we are going to project our shadow, the dark side of our personality on other people. So when you have somebody in front of you, you are going to see your shadow reflected in that people, and then you are going to be able to clean it in you deeply. Das Verschmelzen der beiden Energieblasen in Take mit dieser Übung hat noch eine andere Seite oder bringt noch eine andere Möglichkeit, nämlich es ist auch wieder Schattenarbeit. Denn in dem Moment, wo wir mit jemandem so eng sind, wo wir uns mit jemandem verbinden, kann uns dieser andere zeigen, wo die dunklen Aspekte unserer Persönlichkeit sind. Normalerweise projizieren wir unsere dunklen Aspekte immer auf andere. Es sind immer die anderen schuld, ich konnte ja eigentlich gar nichts dafür, aber hätte er doch nur das und das gemacht, dann wäre es gar nicht für mich so schlimm gewesen. Wir projizieren das, was in uns drin ist, auf andere. In dem Moment, wo wir also schon angefangen haben, das zu uns zurückzunehmen, arbeiten wir an uns, aber oftmals können wir die dunklen Aspekte unserer Persönlichkeit nicht immer sehen. Wir sind blind, auf einem Auge sind wir blind. Und Take
hilft uns, das Verschmelzen der Energieblasen hilft uns, diese dunklen Aspekte, unsere dunklen Aspekte zu erkennen. And the thing is, if you really are able to see a person deeply, you are going to love that person. Because the human being is the most wonderful, the most delighted part of the creation. If you really connect with one human being, you have no choice. You are going to fall in love with that human being. Because humans are wonderful, amazing. Wenn du dich wirklich drauf einlässt und dich mit einer Person ganz, ganz tief verbindest und mit Tacke kannst du das, dann wirst du überhaupt mit dieser Person oder mit einer Person, wirst du dich verlieben. Nicht auf dieser Ebene, wie wir Liebe definieren, sondern auf einer anderen Ebene, auf einer zwischenmenschlichen Ebene wirst du anfangen, weil du so tief mit einer anderen Person verbunden bist, diese Person zu lieben. Menschen sind großartig, Menschen sind total großartig. Und wenn du dich auf einer tiefen Ebene mit jemandem verbindest und es zulässt, dann wirst du zwangsläufig Liebe für diesen Menschen spüren. But you need to pay attention there, because you may get lost in a little mind trick that we play to ourselves. Many people these days are saying, oh, I love nature, I take care of nature, I recycle, I love trees and plants and lakes and everything, so I am a nature person, so I'm great. It's not about nature, it's a human being. You have to connect with other human beings. That is the second level task, not the nature, okay? Be careful about it. Und es gibt da einen ganz wichtigen Aspekt bei dieser Arbeit. Da gibt es manchmal Leute, die sagen, ja, ich bin ganz intensiv mit der Natur verbunden. Ich liebe Wiesen, ich liebe Bäume, ich liebe die Sonne, ich liebe das und ich verbinde mich damit. Und ja, ich bin da schon ganz, ganz weit. Jemand sagt, das ist nicht der Punkt. Es geht nicht darum, sich mit der Natur zu verbinden. Hier geht es darum, sich mit einem anderen Menschen oder mit anderen Menschen zu verbinden. Mit Menschen, die zum Teil auch ganz anders sind als ich. Und die zu lieben, nicht die Natur, andere Menschen. I am not saying that it is wrong. It is okay to love nature and to be in love with the nature and take care of every single thing around us. But we are talking about the steps of the development of love. And the task there is about getting in touch and being able to love another, a second human being different than you. Nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum zu sagen, sich mit der Natur zu verbinden, ist falsch. Das ist nicht der Punkt. Wir reden nur heute über Munai. Und Munai und das Training von Munai beruht darauf, dass wir in der Lage sind, uns mit anderen Menschen zu verbinden, mit mindestens einem anderen Menschen, einen anderen Menschen zu lieben, der nicht wir sind. Und um das hinzubekommen, müssen wir ein Training durchlaufen. Und dieses Training geht halt nun mal nicht mit der Natur, sondern mit mindestens einem anderen Menschen. The goal for that is to be able to build a proper and a full communion with another human being. It can be a friend. It can be your children. Especially the prototype for that is your husband or your wife. If you are able to become one with your husband or wife, then you can tell you can handle that. Also es geht am Ende darum, eine ganz, ganz tiefe Verbindung mit einem anderen Menschen einzugehen. Es kann dein Mann, deine Frau sein, es kann ein Freund sein, es kann eines deiner Kinder sein. Das ist dieser Punkt. Der Prototyp dieser Verbindung besteht in deinem Mann oder in deiner Frau. Then, when you are able to build that communion with only one human being, one to one, you may extend that quality to other human beings, to a community. Okay? And even this will be the third level task. To being able to start to produce this quality of Munai, this powerful bonds with
many other people, starting with a small community, idealistically speaking, to love the whole humanity. That is the third level process starting. Der dritte Schritt wäre dann, von der Verbindung, von der Liebe zu einer anderen Person hin zu mehreren Menschen. In der Lage zu sein, diese Liebe, die ich einem Menschen entgegenbringen kann, auf viele Menschen auszudehnen. Und natürlich, das Ziel könnte sein, die ganze Menschheit zu lieben. Diese Liebe auf die gesamte Menschheit zu projizieren. Ja. To precise a little bit, if you want to achieve the goal of the third level, you need to properly love one community. Maybe small, maybe large. Not yet the whole humanity, you are going into that direction, but the goal is at least you need to develop this high quality love for a side, for a group of people. Also, das nochmal ganz kurz zu näher zu erläutern. Dritte Stufe, der dritte Schritt in Moonlight bedeutet, du bist in der Lage, diese Liebe, dieses extrem hoch, diese hochfrequente Energie, aber dieses Gefühl, was du einer Person entgegenbringst, auf eine Gruppe von Menschen auszudehnen. Das kann eine kleine Gruppe sein, kann eine große Gruppe sein, das kann dein Dorf sein, deine Stadt, dein Bundesland, dein Kanton, das Land, das könnte Europa sein, was auch immer. Nur nicht die ganze Welt, aber eine Gruppe, sprich mehrere Menschen. And then when you develop this third level, you can really make the fourth level step. When you talk about the third level and a practice that is used in our training to learn how to do that, you can talk about the Munai Muyu. If some of you have made this training with us or with you, they will recognize the word. But it's about creating circles, communities, where you are able to build the quality of the energy of the Munai as a group, together as one. And become a community, create communion between the group. Diejenigen von euch, die jetzt schon mal Kurse mit uns, und mit Elko, mit mir, mit Juan, Ivan und uns schon gemacht haben oder mit anderen Lehrern, kennen vielleicht noch die Übung Munai Muyu, den Ring der Liebe. Das ist die Übung, um die Liebe innerhalb einer Gemeinschaft, einer Gruppe von Menschen aufzubauen. Das wäre die Übung, um unsere persönliche Fähigkeit, Liebe auf mehrere Menschen Liebe zu geben, um diese Fähigkeit aufzubauen. Then, once you are able to do that for a community, small or large, and high quality, you can go for the goal of a fourth step of the moment. When you are able to love and commit sincerely and deeply for all the humanity. Some of the big leaders of our history achieved that. Some of the big spiritual masters were able to do that. And there are some highlights of our world today that are able to live in that way and to guide the people into that way, which is actually for everybody today, the path into the future world. Into this world that new that is coming and everybody is talking about, the new world, a new reality, well, Munai can be a path to build that new way. Really. Und dann kommt der letzte Schritt, der vierte Schritt, wo du in der Lage bist, die ganze Menschheit zu umarmen und deine Liebe an die ganze Menschheit zu geben. Die ganze Menschheit mit deiner Liebe zu umarmen. Und es gab Menschen, die konnten das. Es gibt in unserer Geschichte zahlreiche Menschen, die das getan haben und auch heute Menschen, die das können. Die Fähigkeit zu haben, die ganze Welt zu umarmen. In alles, was sie tun und alles, was sie tun, ist darauf ausgerichtet, die Menschheit zu unterstützen und da ihre ganze Liebe hineinzugeben. And the four level consciousness is what we are building now. I mentioned before, I have received my four-level initiation back in 1991.
Okay. So till today, I've been working into that for 29 years. I'm not yet there, but that's my path. I know what I'm doing. That's a great feeling in life to know what you are doing. Okay. To being able to really love the whole humanity fully with all yourself. Und das ist also der Weg, auf dem wir alle sind oder gehen können. Ivan hat die Initiierung in die vierte Ebene vor 29 Jahren erhalten, 1991. Und seit der Zeit ist er also auf seinem Weg. Er ist noch nicht da, sagt er ganz freimütig, ich bin noch nicht da. Aber ich weiß wenigstens, wo ich hinlaufen möchte. Ich kenne meinen Weg. Und das ist der Weg in die neue Zukunft, ins Taripaipacha, in eine Zeit, in der wir Menschen in der Lage sind, einander zu umarmen und uns liebevoll zu begegnen. You mentioned before how my father and me, we developed these workshops we used to teach and our students teach with us in order to pass the knowledge of the tradition. So we managed to concentrate 11 years of training into maybe 11 days of workshops. Okay, so we are able to pass that. But then when you take a workshop with us, you need to go home and practice. And this may take years. It's like it is taking for me to develop these things. We finish our training then, but then the rest was about to use that in your daily life to practice, to keep this attention and to keep that level of care. That's what Munai is. To use that powerfully in your daily life and to be able to stabilize that quality of energy in your life may take you to what the tradition it calls the fifth level. Okay. Elke hat ja anfangs erzählt, wie sie gelernt haben, sein Vater Juan und er, und wie sie heute in der Lage sind, ihr ganzes Wissen, was sie sich angeeignet haben, in etwa in 11 Tagen zu unterrichten. Wie sie in der Lage sind, heute das so beizubringen. Aber er sagt, dann weißt du ganz, ganz viel und dann gehst du nach Hause. Aber da hört die Arbeit ja nicht auf, sondern dann musst du versuchen, das Wissen zu integrieren, weiter zu üben. Natürlich, du kannst gerne wieder kommen, du kannst wieder einen Kurs machen, und du wirst immer neue Facetten natürlich dann hören. Aber es ist ein Weg, der immer, immer weiter geht. Und der Weg führt uns letztlich in diese nächste, in diese fünfte Bewusstseinsstufe, in das Taripaipacha. Aber am Ende ist es ein Weg, und wenn wir wissen, wohin wir gehen möchten, wohin unser Weg uns führt, dann bekommt das Leben auch einen Sinn. We like to call this teaching and this practice an art. Okay, this is a spiritual art. So it is like painting. When you go to an initiation in Peru with a training there, when you go to a workshop in the Inca tradition, it's like shopping. You go shopping for your tools. You're going to get a canvas, brushes, and colors and oil. Okay? But this is not painting. It's just buying, this shopping. Okay? Anybody can shop and get the things. To paint, you have to go there and put yourself to do it. And that's the real thing. And that's how you get the mastery, by doing with the tools you receive. What we do is we just put the tools in your hands. The tradition did that for us. It put the wonderful tools in our hands. It was the most refined set of tools that you could imagine. But then, who needs to do the painting? It's you. Otherwise, nobody can do it for you. Die Tradition zu praktizieren, sagt Ivan, ist ein Stück weit wie zum Beispiel, also wir nennen sie ja auch eine spirituelle Kunstfertigkeit. Warum? Weil eine Spiritualität zu praktizieren hat nichts mit Talenten oder Fähigkeiten oder angeborenen Fähigkeiten zu tun. Nein, im Gegenteil, jeder kann sie lernen, aber es gehört Übung dazu. Zu einem Kurs zu gehen, ist ein bisschen wie malen zu wollen und in ein Geschäft zu gehen und sich Farbe, Leinwand, Pinsel zu kaufen. Jetzt hast du die Sachen zu Hause. Nur weil du sie zu Hause hast, bist du ja kein Maler. Jetzt fängt die Arbeit an. Denn jetzt musst du malen. Jetzt musst du es tun. Wenn du von einem unserer Workshops zurückkommst, dann hast du alle Werkzeuge. Du hast die Farbe, du hast den Pinsel, du hast die Leinwand. Aber das gibt dir noch kein Bild
du musst es malen. Du bist der, der malen muss. Und das erst macht am Ende dann dein Bild. The tradition tells you that when you get the mastery in Munai, the real one, the highest level of mastery in Munai, you, as the tradition say, you can start to own the power of Munai. There is even a title in our tradition. It's called Tukui Munai Nioh, which means the deep, the full owner of the power of love, of the power of Munai. That is the very big goal for us. That's what we look. Die Meister oder die Tradition geht sogar so weit zu sagen, wenn du diese Fähigkeit von Munai meisterst, dann gehört dir diese Kraft. Es gibt sogar einen Titel für jemanden, der in der Lage ist, Munai voll entwickelt zu nutzen. Und dieser Titel heißt Tukui Munai Nioh. Der Nioh heißt der Eigentümer, Munai von Liebe und Tukui heißt so allumfassend, vollständig. Derjenige, der das Munai komplett besitzt. Im Sinne von es komplett ausgeprägt hat. Das ist am Ende das Ziel für jeden Einzelnen von uns. Oder kann es sein, wenn er dahin möchte. Finally, if you want to translate Munai, you can translate Munai into communion. When you have a full connection with the whole reality. And then is when you can really be in communion with God, with Wiracocha, and with the nature and the material world, with Pachamama. And that is the big goal for your Munai. Und am Ende wirst du nämlich dann feststellen, dass du eine ganz, ganz enge Beziehung zum großen Vater hast, zum metaphysischen, aber auch zum physischen, zur Pachamama. Am Ende ermöglicht dir Munai eine ganz, ganz tiefe Beziehung zu allem, was um dich herum ist. So we started from Munai like love plus will, but we can end up with Munai like full communion with the universe, if you want to close it there. Das heißt, wir haben mit Munai und Liebe, hat er gesagt, angefangen und sind bei Munai als Kommunion oder tiefe Beziehung zu Gott, zum Universum geendet. Also von der Liebe zu den Menschen bis hin zur Verbindung zum Universum. Das ist am Ende die Bandbreite von Munai. If you really tune yourself with that power, you can become a channel for the Munai of God. And you can become a channel for the Munai of Pachamama, of Mother Earth. That is our real goal. Wenn du dich mit der Kraft mit von Munai verbindest, wenn du dich damit auseinandersetzt, dann kannst du zu einem Kanal der Liebe von Gott werden und der Liebe der Pachamama, sprich den zwei Kräften, die das Universum entstehen haben lassen. That was a really good question, Elke. That was a really good question and you had so much great to answer. Say and such a great answer. You know, when you talk about Munai, it just fires me. I love it. Also, das war jetzt die Antwort von Ivan auf die einfache Frage, gibt es ein Training zu Munai? Es war eine gute Frage, Sascha, war aber auch eine tolle Antwort. Ja. Yeah, so Ivan, thank you very much. This was a really beautiful explanation, and step by step, you led us into the magic, let's say, of Munai. In between, it sounded a little bit difficult, because when we compared it with the high level people we know from history and today's world. But at the end, I can summarize for me at least. I see that it is an easy way which you can learn easily. And it's, as you say, it's an art. So it's nothing that is a gift for someone, and someone else will never have that gift. But it is something that everyone in the world can learn, right? Also, ehrlich gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für diese ganzen Ausführungen.
Du hast uns da wunderschön geführt und am Ende haben wir auch, zwischendrin hat sie gedacht, naja, es ist jetzt ein bisschen kompliziert und mit den ganzen Heiligen und den Menschen, die ja vor uns schon mal gewandelt sind, aber es hat sie sehr beruhigt, nochmal zu hören und nochmal zu erfahren, dass es am Ende nur eine Kunstfertigkeit ist, die wir nur praktizieren müssen. Ja. You are absolutely right. When you break it in pieces, it doesn't seem to be that far. Yes. Wenn man es in kleine Stücke runterbricht, dann sieht es gar nicht mehr so aus, als wenn es jetzt so weit wäre. Mm-hmm. Ivan, what do you think? Shall we just say hello to everybody? Towards... Oh, that would be lovely. Yes, so as we're coming to the end, let's say hello and goodbye to everyone who's here tonight. So guys and ladies, could you turn on your cameras, please? Lasst uns mal... Hello, Carmen. Heute Anthony, hey Henry, everybody, Sophia, wow. Ed, Uf, hi, Kerstin, hi. Claudia, Jessica, oh, it's nice to see you, everyone. Hello. Hi. Hi, Antonio, Lucci, come stai?